Ich programmiere hier wieder was richtig Schönes. Manche sagen, ich sei ein Nerd, aber das macht einfach Spaß. Du bist auch ein Nerd. Peng. Aua, hör auf, mich zu ärgern. Du hast die Schläge verdient. Peng. Peng. Aua, ich kann mich nicht wehren, weil ich so schwach bin. Ich renn weg, ey, Mann, ey. Was ärgert der mich immer? Der soll mal aufhören hier. Mann, der regt mich voll auf, Leute. Wenn ihr nicht wollt, dass Paul mich weiter mobbt, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da. Wenn ich wenig Abos habe, dann werde ich gemobbt. Also jetzt alle schnell abonnieren. Oh Mann, ey. Ich beschließe jetzt eine Sache. Und zwar, dass ich mich in Zukunft gegen Mobber wie Paul wehren möchte. Und dafür muss ich sportlich sein. Und darum mache ich jetzt hier ganz viel Sport. Ihr merkt das vielleicht schon. Ich renne hier die ganze Zeit um den Sportplatz rum. Aber langsam, langsam kann ich nicht mehr. Wie lange? Was? Wo bin ich? Oh, wie lange habe ich hier gelegen? Oh Mann, ich bin K.O. gegangen, weil ich so viel Sport auf einmal gemacht habe und das nicht gewöhnt bin. Meine Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich gehe jetzt schnell nach Hause. Oh Mann, jetzt stellt Mama wieder irgendwelche doofen Fragen. Hey! Hey Amok! Wo bist du so lange gewesen? Ich wurde in der Schule wieder gemobbt und deswegen... Ach, das dauert mir jetzt alles zu lange, dir das zu erklären. War das wieder dieser blöde Paul? Ach Mann, aber mir tut das so leid, dass du gemobbt wirst. Ich hab dich so, so doll lieb. Ach Mama, ich hab gar keinen Bock darüber zu reden. Ich gehe jetzt einfach ins Bett, Leute, und ich hab euch ja schon meinen Plan erzählt. Und den werde ich morgen auch weiter umsetzen. Ich schlaf jetzt eine Runde. Njam, 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 njam. Guten Morgen, Brookhaven. Heute will ich keine Zeit verlieren. Heute bin ich ein Macher und kein Lacher. Ich gehe direkt los zum Sportstudio von Brookhaven, zum Fitnessstudio. Dort werde ich mich jetzt anmelden und dann werde ich trainieren bis zum geht nicht mehr. Und dann werde ich mich an alle meine Mobber rächen, die mich jemals gemobbt haben. Hier vorne ist nämlich auch schon das Fitnessstudio, Freunde. Und jetzt geht's los. Ich unterschreibe jetzt einen Vertrag und dann geht's los. Hey, hallo, mein Name ist Aberog. Hey Aberog, ich bin der Trainer hier. Du siehst neu aus. Hast du schon einen Vertrag? Hey, nein, ich habe noch keinen Vertrag. Aber ich möchte jetzt trainieren. Wie geht das? Wo muss ich unterschreiben? Das ist ganz einfach. Hier ist das Dokument und hier muss ich jetzt eben einfach unterschreiben. Super, dankeschön. So, dann zeige ich dir mal, wie du richtig muskulös werden kannst. Dankeschön. Die Übung hier hinten, die sieht krass aus. Hier steht eine 300 drauf. Das kann ich ja mal eben machen. Das kriege ich ja gar nicht hoch. Das kriege ich ja gar nicht hoch. Aber das ist ja auch Bankdrücken mit 300 Kilo. Das schaffen nur die Profis. Komm doch mal runter. Okay, habe ich gemerkt. Aber das will ich irgendwann mal können. Oh, dafür musst du aber noch lange trainieren. Ich wollte dir eher Sachen wie hier hinten zeigen. Das Laufband zum Beispiel. Das musst du einfach einschalten und schon geht's los. Schon kannst du die ganze Zeit laufen. Oder wie wär's hiermit? Hier kannst du Sit-Ups machen. Schau mal, hier. Und zack und zack. Aber du sag mal, Trainer, werde ich dadurch dann richtig muskulös und stark mit dicken Muskeln? Ach, weißt du, Aberog, es gibt da keine Abkürzung. Du musst erstmal die Grundlagen schaffen. Aber warum bist du denn so fixiert auf Muskeln? Ich werde in der Schule gemobbt. Und ich werde mich an alle meine Mobber rächen, sobald ich richtig viele Muskeln habe. Dann kriegen die nämlich alle aufs... Dann gebe ich es allen zurück. Also erstens sagt man solche Wörter nicht. Und zweitens ist Rache nie ein guter Grund zum Trainieren. Trainier doch für dich selber, dann wirst du stark, gesund und fühlst dich besser. Nee, nee, lass den Quatsch mal. Ich gehe jetzt hier drauf, stell das auf höchste Geschwindigkeit ein und renne wie ein Verrückter los. Denn ich will die... Oh, jetzt bin ich sogar runtergefallen. Denn ich will die größten Muskeln von ganz Brookhaven haben. Und dann wird sich niemand mehr trauen, mich zu mobben. Eine Stunde später... Hey, Aberog, mach mal halblang. Du übertreibst ja richtig für dein erstes Training. Jetzt reicht's aber auch langsam mal. Du musst es vorsichtig angehen, sonst verletzt du dich. Ach was, ich hab dir doch gesagt, dass ich schnell stark werden will. Und dann gebe ich auch mal ein bisschen Gas, aber du hast recht. Ich muss nämlich jetzt zur Schule. So, wir sehen uns heute Abend wieder. Heute Abend
mache ich nochmal ein Training. So, ey. Der Trainer soll mir mal mit seiner Moralpredigt nicht nerven. Denn ich weiß ganz genau, warum ich stark werden möchte. Und ihr wisst das auch, denn Paul ärgert mich immer. So, ich gehe jetzt zur Schule, denn ich bin nämlich noch so sportlich unterwegs, so diszipliniert. Ich gehe nämlich vor der Schule und nach der Schule trainieren. Ich freue mich schon auf den Moment, in dem Paul merkt, dass er mich jetzt nicht mehr mobben kann. Oh Mann, jetzt geht's erstmal zur Schule. Nein, nein, wer steht denn da hinten? Paul ist einfach vor der Schule. Ich glaube, er wartet hier auf mich, um mich schon wieder zu mobben, Mann. Aber nicht mit mir, Freunde. Ich schleiche mich richtig schön durch den Seiteneingang rein, denn ich habe gesehen, dass Herr Müller hier auch schon am Start ist. Herr Müller ist schon in der Klasse und ich bin an Paul vorbei und jetzt schnell Gas geben, Gas. Und jetzt kann Paul mich nicht moppeln, denn Herr Müller ist dabei. Guten Morgen, aber auch. Manny, hast du aber nochmal Glück gehabt. Guten Morgen, Kinder. Dann können wir jetzt auch mit dem Unterricht anfangen. Guten Morgen, Herr Müller. 6 Monate später. 695, 697, 698. Ach, das ist viel zu einfach. Darauf habe ich keine Lust. Hey, Kumpel, na, wie geht's? Hey, Trainer, könnt ihr mal mehr Gewicht kaufen? Das ist viel zu leicht für mich. Aber okay, du hast echt die beste Transformation hier hingelegt, die ich bisher gesehen habe. Danke, danke. Ich bin jetzt richtig stark. Aber ich muss es jetzt einfach sagen. Ich bin stolz auf dich. Deine Ernährung hat gepasst, dein Schlafrhythmus hat gepasst und dein Training hat gepasst. Du hast alles sehr diszipliniert umgesetzt und natürlich auch dementsprechend krasse Erfolge erzielt. Was hast du jetzt mit deiner neu gewonnenen Kraft vor? Du weißt doch, was ich am Anfang gesagt habe. Ich werde mich mit meinen starken Muskeln jetzt an alle meine Mobber rächen, die mich in meinem Leben jemals gemobbt haben. Das sollen die sich nochmal trauen. Aber ich bin enttäuscht. Ich hab dir doch gesagt, dass Rache kein gutes Motiv ist. Du kannst Gewalt nicht mit Gewalt lösen. Das geht überhaupt nicht. Wir Bodybuilder lassen uns nicht auf so ein Niveau runter. Bitte verlass das Fitnessstudio. Du bist hier gesperrt. Du darfst nie wiederkommen. Mir doch egal, Trainer. Ist mir doch egal. Ich bin jetzt stark genug, mich an all meinen Mobbern zu rächen. Und das werde ich auch machen. Sobald ich Paul sehe, gibt es jetzt erstmal richtig hier mit eine und hier mit eine. Da kann er sich schon mal drauf freuen. Ich habe noch nicht umsonst so lange trainiert. Jetzt gibt's richtig Stress. Und den Trainer, den brauche ich sowieso nicht. Ich sehe doch eh krasser aus wie der Trainer. Was will der mir denn noch beibringen? Ich kann denen was beibringen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mal in die Schule zu gehen und Paul alles heimzuzahlen, was der mir jemals angetan hat. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Jetzt geht's los. Hier vorne ist die Brookhaven-Schule und jetzt geht's los. Hä? Warum stehen denn da alle? Hey Leute, was macht ihr hier denn draußen? Aber auch wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Wir wollen doch heute einen Schulausflug machen. Los, komm mit in die U-Bahn. Wir sind schon spät dran. Oh Mann, ey, ich habe mich schon gefreut, Paul jetzt richtig eine reinzudrücken. Aber Herr Müller war dabei, da muss ich mich noch kurz zurückhalten. Heute ein Ausflug, das passt mir gar nicht. Heute ist eigentlich der Tage, an dem diese Faust hier mal richtig, zum Einsatz kommt. Okay, dann muss ich mich noch kurz zurückhalten. So, Kinder, dann steig mal ein. Mach ich. Oh Mann, ey, dann setze ich mich hier mal hin. Nein, ich setze mich hier hin. Ah, Paul, Mann. Du hast richtig Glück, dass Herr Müller hier ist, sonst... So, wie gesagt, dann setzt euch jetzt mal hin. Ja, Herr Müller, mach ich. Oh, Mann, ey, dann setze ich mich jetzt hier hin. Ich muss genau den blöden Paul angucken. Das nervt mich sowas von. Herzlich willkommen in der U-Bahn 3489 in und nach Brookhaven. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Loser! Jetzt bin ich reich! Kriminell sein lohnt sich! Jetzt muss ich nur noch schnell Brookhaven verlassen, um der Polizei zu entkommen. Oh, hier ist eine U-Bahn-Station. Das passt ja perfekt! Ich bin so schlau. Ich freue mich auf den Moment, wenn Lilly und Herr Müller weg sind, dann sind Paul und ich endlich alleine.
Und dann hat sich das Trainieren gelohnt. Das ist eine Geiselnahme. Hände hoch oder ich knall euch ab. Hiermit entführe ich die U-Bahn. Lokführer, fahren Sie sofort los. Sonst knall ich Sie ab. Achtung, Achtung, eine Durchsage vom Lokführer. Hier ist ein Entführer. Wir sind jetzt alle Geiseln. Wir müssen sich an die Regeln halten. Ich will nicht sterben, ich hab Angst. Leute, Schüler, seid ganz ruhig. Mach alles, was der Geiselnehmer sagt, dann schaffen wir das. Wir halten als Klasse zusammen, wir sind eine gute Klasse, wir schaffen das. Ich will nicht sterben, Mama. Pff, ich hab mir eine Hose gepustet, ich hab Angst. Hey, Leute, das schaffen wir schon. Keine Angst, ich habe meine zwei Freunde dabei. Ich habe Angst. Ich auch Angst. Meine Hose ist voll. Beruhigt euch, los, beruhigt euch. Einmal tief einatmen und tief wieder ausatmen, Freunde. Das schaffen wir. Wir sind das Team Aberorg. Wir halten zusammen, genauso wie die Bapo-Bande, egal was passiert. So, Freunde. Mein Trainer hatte recht. Jetzt ist der Moment gekommen. Er hat gesagt, ich soll meine neue Kraft, die ich durch meine Muskeln habe, nur für gute Dinge einsetzen. Und ich glaube, so eine Entführung der U-Bahn ist ein gutes Ding, wofür ich die Kraft nutzen werde. Hey, nein, aber das kannst du nicht machen, das ist zu gefährlich. Doch, das mache ich jetzt. Hallo, Entführer, hier spricht die Polizei. Sie sind umsingelt. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ah, aber du kannst doch nicht so tun, als wärst du die Polizei. Jetzt dreht er doch komplett durch. Leute, ich weiß, was ich tue. Polizei, kommt euch ruhig her, wenn ihr euch traut. Ich werde jetzt eine Geisel erschießen! Oh nein, nimm sie mich! Okay, wenn der Lehrer sich opfern will... Psst, Leute, jetzt zeige ich euch, was man mit richtiger Kraft alles anstellen kann! Angriff! Tja, Kollege, jetzt halte ich dich fest. Du überfällst meine Klasse nicht. Du überfällst nicht Lilly. Du überfällst nicht Herrn Müller. Nicht mich. Und auch nicht meinen Mobber Paul. Das geht gar nicht. Ich halte dich jetzt hier so lange fest, bis die Polizei da ist. Lass mich los. Warum bist du so stark? Du bist doch noch ein Kind. Aber trotzdem bin ich stärker als du. Ich bin der Polizeichef. Sie sind festgenommen, Bankräuber. Kommen Sie sofort mit. Wow, das hast du super gemacht. Kein Problem, Herr Polizeichef. Ich weiß, wie ich meine Kraft für das Gute einsetze. Und du, Verbrecher, du kommst jetzt mit. Oh, Mann, ey. Aber ich sag's nochmal, das hast du sehr gut gemacht. Was, aber wow, du bist mein Helm. Wow, oh. Aber Ork, du bist ein wahrer Held. Das hast du super gemacht. Aber Ork, vielen Dank. Du hast mein Leben gerettet. Obwohl ich dich immer mobbe. Tja, Paul, bei mir im Herzen steckt halt nur Gutes. Und ich bin kein böser Mobber, so wie du. Mein Trainer hatte recht. Ich will meine Muskeln nur für was Gutes benutzen. Ich werde dich nie wieder mobben, aber versprochen. Entschuldigung, dass ich dich jemals gemobbt habe. Ich weiß jetzt, dass das falsch war. Alles gut, Paul. Ich verzeih dir, denn ich bin Aberorg. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Abo da und schau dir auf jeden Fall auch das Video auf der rechten Seite an. Das würde mich mega freuen. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.